Mitleid haben ist okay, aber mitleiden ist für den eigenen, für das eigene Ich nicht gut. Es gibt mit Sicherheit einige Fälle, die man einfach mitnimmt und nicht vergessen wird. Aus der täglichen Erfahrung mit Patientenleid und Patienten, die sterben, weiß ich zum Beispiel, dass ich mein Leben ganz anders gestalte und genieße als früher. Viertel vor sieben auf dem Saarbrücker Winterberg. Notfallsanitäter Jürgen Fecht macht Christoph 16 startklar. Nachts steht der Rettungshubschrauber im Hangar. Eine fahrbare Landeplattform auf Schienen bringt ihn auf seine Startposition. Gleichzeitig checkt Pilot Bernd Knädinger das Flugwetter und meldet der Rettungsleitstelle pünktlich um 7 Uhr Maschine und Crew einsatzbereit. Ab jetzt kann es jederzeit losgehen. Zur Crew gehören der Pilot, ein Notarzt und ein Notfallsanitäter. Ihr Arbeitstag beginnt, wenn Sie Glück haben, mit einem gemeinsamen Frühstück. Den Ablauf von Arbeit und Pausen können Sie nicht selbst bestimmen. Das übernimmt der Piepser. Schlägt er Alarm, heißt es, alles stehen und liegen lassen und los. Binnen kürzester Zeit ist Christoph 16 in der Luft. Zwischen Alarm und Abheben liegen oft nur 90 Sekunden. Rund 1400 Einsätze fliegt der Saarbrücker Hubschrauber jedes Jahr und hat dabei schon tausenden Menschen schnell geholfen. Im Saarland und drumherum. Erster Einsatzort heute, der Autobahnrastplatz an der Niedmündung. Schwerer VU, also Verkehrsunfall, meldet der Piepser. Mehr weiß die Crew noch nicht. Wenn sie Glück hat, kommt auf dem Hinflug eine Nachmeldung über die Anzahl der Verletzten. Dieses Mal nicht. Die Retter müssen auf alles vorbereitet sein. Die Landung, oft eine Herausforderung. Strommasten, Zäune, Bäume. Bernd Knädinger entscheidet sich für den Fahrradweg zwischen Saar und Autobahn. Zielsicher setzt er den Helikopter auf den Boden. Polizei und Rettungswagen sind schon vor Ort. Dieses Auto ist auf dem Rastplatz mit voller Wucht unter einen geparkten LKW gerast. Wie das passieren konnte, ist den Rettern ein Rätsel. Und keiner der Zeugen spricht Deutsch. Einen Unfall in dem Ausmaß habe ich jetzt in meiner Zeit als Rettungshubschrauberpilot auch noch nicht gesehen. Jetzt muss ich ans Telefon gehen. Moment. Probleme. Erschütternde Bilder. Damit muss man umgehen können, wenn man sich für einen solchen Beruf entscheidet. Je routinierter, je älter, dass man in diesem Job wird, desto besser kann man auch diese besonderen Situationen, auch, wie Sie sagten, Ausnahmesituationen verarbeiten. Ich hatte am Anfang meiner Tätigkeit gewisse Probleme hinsichtlich dessen. Im Augenblick, weil es kann sich auch ändern. Im Augenblick kann ich das sehr gut. Ich habe in den letzten Tagen relativ schwere Sachen einsatzmäßig gehabt und konnte die Anfänge sehr gut verarbeiten. Für den Unfallfahrer kann man nichts mehr tun. Aber ein Zeuge braucht nun ärztliche Hilfe. Okay. Ja, danke, ciao.
Ja, ich habe jetzt mit der Leitstelle telefoniert. Wir brauchen auch nochmal ein RTW für die Versorgung von einem LKW-Fahrer, der jetzt doch über Beschwerden klagt. Das müssen wir abklären. Der LKW-Fahrer saß während des Unfalls in seiner Kabine. Durch den Aufprall des Autos wurde der schwere Sattelzug mehrere Meter nach vorne katapultiert. Das zeigt, mit welcher Wucht der Fahrer unter den Auflegern gerast ist. Das Original. Im Prinzip konnte man nicht wesentlich viel machen. Medizinisch war gar nichts zu machen, organisatorisch den Tod feststellen und das dokumentieren. Und die seelische Betreuung der Leute, die außenrum gestanden haben. Seelische Betreuung für Außenstehende. Wie aber schafft man es immer wieder, solche Bilder von sich selbst fernzuhalten? Ich denke, wenn man eine Weile in dem Beruf tätig ist, muss man einen gewissen professionellen Abstand dazu entwickeln. Das nimmt einen natürlich mit. Man hat heute Morgen mit Sicherheit auch gemerkt, dass das nicht komplett an der Crew vorbeigeht, sowas. Vor allem auch die Umstände dann außenrum. Aber das ist jetzt nichts, zumindest was ich für mich sagen kann, was man jetzt mit nach Hause nimmt und einen dort extrem belastet. Weil wenn man jeden Patienten, den man behandelt, mit nach Hause nimmt, dann wird man den Beruf nicht lange machen können. Man kann das bei dem Einsatz vielleicht gar nicht sagen, ob das jetzt der Einsatz ist, der mir morgen, übermorgen, nächste Woche noch irgendwelche Erinnerungen hervorruft. Das kommt erst Tage später, dass in dem Einsatz irgendwas war, was im Unterbewusstsein jemanden beschäftigt. Und dann ist es halt wichtig, dass man ja, jemanden hat, vielleicht, wo man mal reden kann, wo man mal von dem Einsatz erzählen kann, um sich einfach mal so eine Einsatzsituation auch so ein bisschen von der Seele zu reden. Es kommen noch zwei weitere Einsätze an diesem Morgen. Aber das Team hat auch Glück. Just zur Mittagszeit bringen sie einen Patienten ins Krankenhaus nach Merzig. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, ein Mittagessen zu bekommen. Bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Der Hubschrauber ist halt relativ schwierig im Vergleich zu bodengebundenem Rettungsdienst. Bodengebunden kann man immer mal irgendwo Halt machen, kann sich an der Dönerbude oder beim Pizzaservice irgendwas bestellen oder kaufen. Das ist mit dem Hubschrauber halt nur sehr begrenzt möglich. Und da muss man halt die Chancen wie hier jetzt mal nutzen, dass man in der Kantine was essen kann. Gegessen und getrunken wird dann, wenn es die Gelegenheit dazu gibt und nicht, wenn man Hunger hat, heißt es unter den Rettungsfliegern. Der Nachteil eines Berufs, in dem man nie ganz abschalten und in dem jederzeit alles oder auch stundenlang mal nichts passieren kann. Kurz nach dem letzten Bissen meldet sich der Piepser. Voller Einsatz mit vollem Magen. Von Merzig wird Christoph 16 in die Gemeinde Illingen beordert. Schon beim Spurten zur Maschine höchste Konzentration, Anspannung. Für die Retter Arbeitsroutine. Man hat ja von der Rettungsleitstelle bekommt man ja so eine Einsatzmeldung mit einer Verdachtsdiagnose. Und dann läuft das schon so ein Prozedere im Kopf ab, wo man sich überlegt, auf was muss man achten. Man überlegt auch jetzt mit der Einsatzörtlichkeit, wo man hinfliegt, welches ist eine Klinik, die geeignet ist in der Nähe. Man überlegt oder diskutiert auch schon auf dem Anflug, ob es Sinn macht, einen Patient bodengebunden zu transportieren oder ob der Patient möglicherweise von einem Lufttransport einen Benefit hat. Gartensaison mit all ihren Tücken und Unfallgefahren. Ein 78-jähriger Mann ist beim Bäumeschneiden mit der Kettensäge von der Leiter gestürzt. Die Säge hat ihn Gottlob nicht erwischt. Aber unter dem Baum ist ein selbstgebauter Komposthaufen mit rostigen Eisenstangen. Eine davon hat ihn aufgespießt. Fählungsverletzung, meldet der Piepser. Beim Eintreffen der Crew ist der Mann noch ansprechbar. Aber er kann nicht bewegt werden. Die Stange ist weit in den Unterleib eingedrungen und fixiert ihn wie festgepinnt am Boden. Die Feuerwehr muss helfen. Mit einer Rettungsschere wird die Stange durchtrennt, damit der Mann transportiert werden kann. Der Einsatz läuft ruhig und koordiniert ab. Luftretter, Feuerwehr und Polizei arbeiten Hand in Hand. Ich fahre nur noch bei.
Noch weiß man nicht, welche inneren Verletzungen die immer noch im Körper steckende Stange dem Mann zugefügt hat. Sein Zustand ist aber stabil. Deshalb entscheidet sich der Notarzt für einen schnellen Lufttransport zum Saarbrücker Winterberg. Ohne ihren Einsatz hätte der Mann möglicherweise nicht überlebt. Aber es gibt noch mehr, was sie an ihrem Beruf schätzen. Ich bin Rettungshubschrauberpilot geworden, weil für mich diese Art von Fliegerei mit einem Gerät, das überall landen kann, über allem anderen steht, was man in der Fliegerei kennt. Man kann mit dem Hubschrauber Hilfe bringen, man kann Verletzte bergen und das ist sozial sehr und ethisch sehr hochwertige Tätigkeit. Man kommt unmittelbar, ohne dass sich die Menschen darauf vorbereiten können, in ein Leben, in die Lebensumstände. Zum Beispiel, wenn man in eine Wohnung kommt, da wird nicht mehr aufgeräumt, wenn der Rettungsdienst kommt, sondern man trifft die Lebensumstände und die Menschen genauso an, wie sie ihr Leben leben. Und das ist mit Sicherheit ein gewisser interessanter Punkt an der ganzen Sache. Der Transport des verunglückten Hobbygärtners zum Winterberg. Mit 250 km/h geht es in die Klinik. Ohne Stau, Ampeln oder fehlende Rettungsgasse. Nach wenigen Minuten landet der Hubschrauber vor dem Krankenhaus. Der Patient wird bereits erwartet. Der Notarzt bringt seine Kollegen bei der Übergabe auf den neuesten Stand. Was ist passiert? Welche Medikamente wurden verabreicht? Wie geht es dem Patienten? Von der Leiter auf den Baustahl stürzt, der senkrecht aus der Erde rausgestanden hat. Später zeigt sich, der Mann hatte großes Glück im Unglück. Er wird den Unfall überleben. Es gibt Einsätze, interessiert einen schon, ob man mit der Verdachtsdiagnose richtig lag. Es interessiert, was bei der Diagnostik, bei der weiteren Diagnostik in der Klinik rauskam. Und natürlich auch, ob der Patient durch unsere Hilfe profitiert hat und relativ zügig auf die Beine kam. Ein neuer Tag, ein anderes Team. Axel Böcking ist heute als Notarzt mit dabei. Klaus Kachelek übernimmt den Pilotendienst. Fast täglich wird die Crew von Christoph 16 neu zusammengewürfelt. Der Dienst beginnt ruhig. Die einsatzfreie Zeit wird genutzt, um die Akten im Büro neu zu sortieren. Eine blaue Fehlfarbe noch rauskriegen. Das ist unser Wissen, was hier drin steht. Ne, das ist einfach eine ganz normale Büroorganisation, ne, wo also alle die Dokumente, die zumindest in Papierform noch vorgehalten werden müssen, über weite Bereiche abgelegt werden. Der Piepser bereitet der Büroarbeit ein jähes Ende. Verkehrsunfall auf der Autobahn. Wieder heißt es für die Crew von 0 auf 100 in wenigen Sekunden. Man sollte psychisch, sag ich mal, gefestigt sein, stabil sein, um mit den verschiedenen Situationen auch immer klarkommen zu können. Muss natürlich auch körperlich einigermaßen fit sein, gesund sein. Es ist letztendlich ja häufig eine körperliche und eine psychische Belastung. Knapp unter den tiefhängenden Wolken fliegt Christoph 16 nach Norden auf die Autobahn A1 bei Sotzweiler. Ein Wohnmobil ist in die Mittelleitplanke gekracht. Später wird sich herausstellen, dass der Fahrer am Steuer kollabierte und der Wagen unkontrolliert rückwärts bergab rollte. Klaus Kachelek findet keinen Landeplatz. Deshalb parkt er den Hubschrauber auf dem Standstreifen. Also es läuft immer die Meldung auf VU schwer. Und das ist also ein sehr, sehr breites Spektrum, was einen da alles erwarten kann. Das kann also wirklich von nichts bis fatal sein. Der Patient ist nicht ansprechbar.
Aus den Medikamenten, die er bei sich hat, schließen die Retter auf ein neurologisches Problem. Er wird zur Sicherheit zum Winterberg geflogen. Für die Crew wird es ein langer Tag. Bis zu 16 Stunden dauert die Schicht. Deshalb übernachten die Piloten auch gleich auf der Station in Saarbrücken. Heimfahren würde sich kaum lohnen. Wir arbeiten jetzt bis 8:45. Wenn ich da nach Hause komme, liegen die Kinder im Bett. Ich muss morgens um 6:30 hier sein. Das heißt, wenn ich aufstehe, schlafen zu Hause noch alle. Ja. Mir ist es eigentlich egal, ob ich hier bleibe oder ob ich heimfahre. Ja, dann treffe ich zu Hause höchstens noch zufällig meine Frau. Aber ich kann weder einkaufen gehen, ich kann nicht irgendwie im Verein irgendwas regelmäßig machen. Ja, das geht dann halt wieder in den freien Tagen, die man dazwischen hat. Dann ist man komplett zu Hause, da habe ich dann Zeit für sowas. Ja, wobei jetzt gerade in den langen Tagen ich den ersten Tag zu Hause einfach nur mal platt bin. Am folgenden Tag wieder ein neues Team. Also ich hab zwei Varianten. Bei Notarzt Markus Höhn wird angefragt, ob ein Intensivpatient mit dem Hubschrauber verlegt werden könnte. Der Mainzer Intensivhubschrauber wäre verfügbar. Aber Herr Nagel, jetzt hat es sich leider erledigt, weil wir einen Primäreinsatz haben hier. Ein akuter Notfall geht immer vor. Da muss die Patientenverlegung von einem Krankenhaus ins andere warten. Der Einsatz bringt das Team in einen kleinen Ort knapp hinter der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Christoph 16 fliegt nicht nur im Saarland, wenn Not am Mann ist, auch bis hinter Kaiserslautern. Umgekehrt helfen auch Maschinen aus Wittlich oder Luxemburg bei Einsätzen im Nordsaarland aus. Egal wo die Luftretter hinkommen, die Schaulustigen sind immer schon da. Du bist so ein dummer Fratzenmacher, ne? Hätte mal Fratze zu machen. Hör doch mal auf, Fratze zu machen. Stell dich mal gar anständig hin. Cool. Dann halt nicht. Immer häufiger trifft die Crew auf filmende und knipsende Zuschauer. Fast alles wird digital festgehalten und im Internet verbreitet. Natürlich hat ein Hubschrauber, der unverhofft auf einem Dorfspielplatz landet, etwas Faszinierendes. Aber die immer distanzlosere YouTube-Generation geht den Luftrettern mitunter gehörig auf den Senkel. Heute, wo alles digital direkt verbreitet wird und so, steht man immer im Fokus. Und es ist teilweise schon extrem belastend und oft auch nervig. Wenn Menschen gnadenlos andere Menschen in ihrem Leid fotografieren oder auf Video aufnehmen, sich überhaupt keine Gedanken machen. Ich frage mich natürlich auch nach der Sinnhaftigkeit dieser ganzen Sache. Was habe ich als Privatperson davon, jetzt andere Menschen in ihrem Leid zu filmen? Heute war ja das Glück, wir hatten immer irgendwie einen geschützten Raum. Es war die Wohnung oder man kann ganz schnell den Patienten in den Rettungswagen verbringen, Türen zu. Aber das ist ja auch häufiger mal nicht der Fall, wenn man da im freien Feld auf der Straße oder sonst irgendwie arbeiten muss. Und dann schafft man es manchmal, dass man vor der Klinikankunft schon auf YouTube steht. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Zurück auf dem Saarbrücker Winterberg. Notfallsanitäter Dominik Schäffer überprüft die Bestände an Medikamenten und Material. Ja, dann schreiben wir das da auf. Jetzt haben wir da von noch jeweils. Und er zeigt uns den wertvollsten Schatz seiner Ausrüstung. Und um unser Täschelchen hieß immer mächtig stolz, das ist mich Baujahr 1979. Das wollen wir so lang behalten, wie es irgendwie geht. Es ist aus Leder. Ja, und ist handgemacht. Das sind jetzt zum Beispiel die Morphinpräparate. Das sind jeweils zwei. Und es funktioniert einwandfrei und es passt alles drin, was wir brauchen. Okay. Und wenigstens eine kleine Sache. Und ich finde es halt eben auch besonders gut deshalb, weil das ist mal was, was 36 Jahre durch alle Einsätze durchgehalten hat. Wenige Minuten später ein neuer Einsatz für das Täschelchen. Und das Team. Ein Kind ist gestürzt. Und weil es im Ort keine Landemöglichkeit gibt, wird ein Treffpunkt am Dorfrand ausgemacht. Erst Versorgung auf dem Parkplatz, Landeplatz in der Wiese. Improvisation ist gefragt. Mal wieder.
Ja, oh Gott, dann sah ich den. Wie in den meisten Fällen dient der Hubschrauber vor allem dazu, schnell einen Arzt vor Ort abzusetzen. Dass ein Patient in die Klinik geflogen wird, ist eher die Ausnahme, wenn es ganz schnell gehen muss. Auch dieses Mal fahren Patient und Notarzt bodengebunden ins nächste Krankenhaus. Im Rettungswagen sind die Behandlungsmöglichkeiten meistens besser. Der Hubschrauber fliegt dem Arzt hinterher, sammelt ihn am Krankenhaus wieder ein und es geht zurück nach Saarbrücken. Das sind für die Crew die schönsten und angenehmsten Flüge. Der Patient ist versorgt, es besteht kein Grund zur Eile. Und dann bleibt sogar etwas Zeit, den Ausblick auf das Saarland von oben zu genießen. Betankt wird Christoph 16 neben dem Hangar. Rund 200 Liter Kerosin genehmigt sich der Hubschrauber pro Stunde. Das Tanken ist eine diffizile Angelegenheit. Die Menge an Kerosin muss vorher genau kalkuliert werden. Man muss schon genau berechnen, halt, ne? Wie warm es an dem Tag ist, wie viel Mitflieger man hat. Also halt, wenn du dabei bist, dann müssen wir halt ein bisschen weniger tanken. Weil es muss ja auch immer noch Reserve für den Patienten sein, die wir eventuell transportieren. Aber jetzt waren wir relativ leer, also 33 Kilo, damit können wir nirgendwo mehr hin. Zwischen den Einsätzen Büroarbeit, Stempel statt Kanüle, auch das gehört dazu. Nach dem Einsatz muss die Dokumentation abgeschlossen werden. Es gibt hier vom ADAC so ein Programm, wo die Einsätze dokumentiert werden, Patientendaten, Zustand vom Patient, welche Medikamente wurden verabreicht, von wann bis wann hat der Einsatz gegangen. Das dauert nach jedem Einsatz, je nachdem, ja, so 5 Minuten würde ich mal sagen, wenn alles gut klappt. Jetzt haben wir einige Einsätze hintereinander gehabt, das heißt, wir müssen jetzt mal eine halbe Stunde Dokumentationsarbeit machen, sofern wir dazu kommen. Direkt neben der Hubschrauberstation liegt die Rettungsleitstelle. Hier werden alle Einsätze im Land koordiniert. Und es wird entschieden, ob ein Rettungswagen oder doch der Hubschrauber kommt. Ja, hallo. Hallo. Was haschen? Die Weiterverlegung, wie besprochen von eben, ja. Ab Winterberg. Machen wir, hören wir zu. Ja, super. Einen guten Flug. Ja. Danke. Okay, ja. Ciao. Wieder geht es um eine Patientenverlegung. Aber wieder kommt ein Notfall dazwischen. Verkehrsunfall im Bliesgau. Pilot Mirko Schmidt steuert Christoph 16 in wenigen Minuten zum Unfallort. Die Crew verschafft sich einen ersten Überblick. Auf der Landstraße sind 2 Autos frontal zusammengestoßen. 4 Personen verletzt. Den Rettern bietet sich ein verheerendes Bild. Früher hätte es bei einem solchen Unfall Schwerverletzte und wahrscheinlich auch Tote gegeben. Aber dank Airbags und besserem Crashverhalten der modernen Autos kommen alle mit leichten Verletzungen davon. Kaum zu glauben, wenn man die Trümmer sieht. Beeinflussen die vielen Unfälle das Team? Schätzt man Gefahren anders ein, wenn man tagtäglich sieht, was einem alles passieren kann? Ich bin früher als Jugendlicher auch Rennrad gefahren und dann war es natürlich grandios, wenn man irgendwie 80 Stundenkilometer auf den Tacho gekriegt hat, den steilen Berg runter. Das würde ich heute nicht mehr machen, ob das jetzt der Beruf ist oder das zunehmende Alter. Aber der Beruf spielt da sicherlich so eine gewisse Rolle. Und man wird wahrscheinlich das ein oder andere, Fahrrad fährt man mit Helm. Das ist eigentlich ganz, vielleicht eine ganz gute Sache. Wenn man das oft genug gesehen hat, dass das hilft, dann macht man das auch. Ich hatte meinen Motorradführerschein, den habe ich auch durch die Arbeit, die ich jetzt hier mache, und auch vorher schon den bodengebundenen Rettungsdienst gemacht, dann hatte ich den wieder freiwillig abgegeben, als er mal umgeschrieben wurde auf den Plastikführerschein. Ich wollte es einfach nicht mehr in die Versuchung geraten, nur jemals noch mal auf dem Motorrad zu steigen. Kurz vor Feierabend. Einsatz hinter Kaiserslautern. Schwerer Verkehrsunfall mit 3 Verletzten, heißt die Meldung.
Noch auf dem Hinflug die Nachricht, dass einer von ihnen schon an der Unfallstelle gestorben ist. Exitus, meldet der Piepser. Kurz und brutal. Drei junge Männer sind in der Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei geht davon aus, dass sie deutlich zu schnell unterwegs waren. Außerdem haben die drei während der Fahrt eine Pizza gegessen, wird einer von ihnen später im Hubschrauber erzählen. Fahrer und Beifahrer haben trotz mehrfachen Überschlags noch Glück. Der Mitfahrer auf der Rückbank nicht. Er wird aus dem Auto geschleudert und stirbt neben der Landstraße auf einem Feld. Mit gerade einmal 18 Jahren. Das tragische Ende einer Spritztour. In der schlimmsten Tragik hilft die Routine, kühlen Kopf zu bewahren. Der Beifahrer wird eingeladen und nach Saarbrücken geflogen. Auch wenn es zunächst anders aussieht, er hat keine schweren Verletzungen davongetragen. Bereits am nächsten Tag wird er die Intensivstation wieder verlassen können. Dieser Tag hat das Leben von Fahrer und Beifahrer, beide 20 Jahre alt, für immer verändert. Für die Crew von Christoph 16 ist es einer von 365 Einsatztagen im Jahr. Einsätze, bei denen die Luftretter jeden Tag Menschen in Not helfen. Bei Schlaganfällen, Herzinfarkten oder bei Unfällen zu Hause, auf der Arbeit oder unterwegs. Rettungsflieger ist alles andere als ein normaler Job. Oft ist es eine Höchstleistung des gesamten Teams. Wo der Hubschrauber landet, herrscht fast immer Ausnahmezustand. Die Mannschaft trifft unvermittelt auf verletzte, geschockte oder traumatisierte Menschen. Sie platzt in wildfremde Leben, die gerade aus den Fugen geraten sind. Und fast immer ist es ein Wettlauf gegen die Zeit und für das Leben. Eine Arbeit, die niemanden unberührt lässt, die jeden über die Jahre verändert. Und sei es nur, dass man besonders gut zu schätzen weiß, was man hat. Man ist dankbar, dass Schicksale, die man jeden Tag erlebt im Rettungsdienst, einen selber bis dato nicht ereilt haben. Wenn man heimkommt und hat das große Glück, dass alle daheim gesund sind und dass alles in Ordnung ist, das erfüllt einen in mancher Situation mit viel Demut. Ja. Ich gehe abends nach Hause und freue mich, dass ich meine Kinder und meine Frau und meine Familie habe und dass alle gesund sind.